Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's hier, euer Rock'n'Roll-Kalle, nicht wahr? Oh, Alter. Genau den! Kalle, Kalle, Eskimo, ja, das macht die Kinder froh. Ja, das klingt auch direkt wie so ein Werbeslogan, finde ich cool, mag ich. Check 1-2, Ehre in den Arsch. Yay! Yeah! Yo, was geht ab, Leute? Ja, der gestrige Tag, was soll ich sagen? Der Song war richtig nice, oder wird richtig nice. Ihr habt ihn ja noch gar nicht richtig gehört, nur so hier und da mal so ein kleinen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin ultra aufgedreht, merkt man vielleicht. Jetzt geht's noch zum Videodreh. Der Pascal von Eskimo Callboy hat eine richtig nice Location rausgesucht. Da fahren wir jetzt hin mit dem Gerrit. Ihr Abfahrt. So, wir sind jetzt nochmal hier bei den Eskimos. Alter, Junge, ist Kevin auch am Start hier? Du guckst die Uhrzeit. Ja, mein Gott. Also, wir haben ja schon Warscheine eingepackt. Ne? So, hier. Genau, ich muss mal ein bisschen gucken. Und jetzt fahren wir zur Location, Nico. Kann ich denn deinen Arsch? Ja. Dann dreh ich mal um. Yeah. So, jetzt sind wir tatsächlich schon an der Location, Freunde. Kevin ist mit dabei. Ja, moini, moini. Wir mussten jetzt gerade hier noch Kevins Bett machen. Genau. Ist gerade frisch aufgestanden. Alte Studentenbutze von mir hier. Ja, hier vorne, Kevin. Was haben wir hier? Ja. Also es ist ein Loft-Stil, sag ich mal. Ne? Ja. Das ist alles ein bisschen offener gestaltet, so, ne? Dass du einfach von, sag mal, du sitzt in der Wanne, schön hier schon vorbereitet mit Mött, ne? Mit brauchen Mött. Wir immer zum Frühstück. Und dann kannst du auch direkt rüber gucken ins Bett. Ne? Das ist auch sehr schick. Ihr Leute, kommt mal mit, ne? Denn ist zwar jetzt gerade noch recht dunkel, aber wir stellen hier noch ein paar Lampen auf. Also wir haben hier also einfach verschiedene Sets. Ne? Wir haben hier schönes Oma und Opa Wohnzimmer, schön mit alten Radio und einem Röhrenfernseher, Digga. Ein Meter weiter ist hier schon Locker Room, aka, ja, weiß ich auch nicht. Ich sag mal, das kennt man so ein bisschen, das ist so ein bisschen RTL-Hintergrund, sag ich mal. Ja, so 12 Uhr mittags, so irgendwie dieses. Ja, ja. Ja, und hier vorne ist Gerrit. Und dahinter ist We Got The Moves links. Genau. Ne? Hier habt ihr das aufgebaut. Jahrelang habe ich ja zugehört, wie Leute, die ja von Ahnung haben, sich unterhalten. Da ist eine Hohlkehle. Da ist hier, guck mal, da ist so ein Never Ending. Du siehst keine Kante. Also, ja, ja. Außer ich stehe im Bild natürlich. Ja, ja, aber hier ist so ein. Da ist so, so eine Wunde, sag ich mal. Ja, 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 ja. Und deswegen siehst du halt kein. Ist auch ein geiles Bild, ne? Ist geil, ist geil, ist geil. Aber man sieht mal, wenn das jetzt so leer ist, was das eigentlich für eine Maloche ist, so ein Set aufzubauen, ne? Ja. Für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, We Got The Moves, checkt euch das mal rein und dann vergleicht das mal hiermit. Kann ich einmal in deinen Bauch? Du kannst gerne in meinen Bauch, Alter. Jetzt haben wir es an einem Tag geschafft, mit der Hilfe von Wunderkind Daniel, steht er gerade draußen. Daniel, zeig ich mal kurz, bitte. Der frisst gerade ein Brötchen. Na? Kriegen wir den hier eingefangen? Hast du den? Nein, der ist schon weg. So. Ja, ja, nee, dann nicht, ne? Kurz gezeigt, naja. Ja. Auf jeden Fall, der hat alles zusammengeschustert gestern. Jetzt hier noch die krasse Location. Wir haben es eben noch gehört von We Got The Moves. Also meine Erwartungen waren komplett übertroffen. Und da hinten ist eine Badewanne. Da gehe ich nachher mit Nico rein. Ich sehe dich auch hier drin, ne? Wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Ist das schon eine Sexschaukel, oder? Ich glaube, ja. Ja, auch hier, ne? Ich weiß nicht, ist das Wind? Das ist eine Windmaschine, das ja. Ist Wind, ne? Können wir auch nutzen noch, ne? Geil. Ja, Leute, ihr seht schon, wir haben vieles vor. Jetzt gibt's ein bisschen Behind the Scenes vom Dreh. Da würde ich mich vielleicht sogar tatsächlich einmal irgendwie hinstellen so und hier einen wegrappen. Also ich würde jetzt nicht die ganze Zeit immer auf dem Mielfeld sitzen. Ja. Wir folgen jetzt Pascal Schillo, denn er hat den Apparillo. Ne? So. Guck mal, hier sind so die ganzen Kostüme, die wir nicht benutzen. Cool, oder? Was sagst du zu der Nacktszene nachher? Badeszene? Ja? Dann bin ich am Start. Also ich muss ja nicht in die Badewanne, das machst du. Finde ich gut. So, guck mal, das ist das Ding. Okay, schön. Böllert. Und da machen wir Mucke mit gleich. Da machen wir Mucke mit, ja. Cool. Was ist das, Kevin? Das ist von allem das Schnellste. Also da kommt ihr einmal aus Spandau hier angeritten mit euren Drahteseln so. Und, ja, oder mit euren Heavy Pizza. Und funktioniert das? Dann funktioniert das. Also so organisiert haben wir noch nie gearbeitet. Das erschreckt mich auch fast. Hast du eigentlich öfter das Problem, dass man bei dir immer so von unten filmen muss, weil du so groß bist? Ja, das Problem ist, deswegen denken auch alle, ich habe ein bisschen zugenommen, weil die halt immer das Kinn dann so direkt sehen. Eigentlich von oben sehe ich immer total klasse aus, ja, aber das sehen die wenigsten. Das ist auch so ein bisschen Penis-POV, ne? Guck mal deinen Penis an. Nico, sei mal sexy. Komm halt wieder zurück, einfach nur ziehen. Okay, mal einfach. Ja, das macht die Kinder vor. Busfahren, abtauchen, richtig einen reinschrauben. Junge, bis die Spanne kracht, komm mal auf, wir heben ab.
Guten Tag. Daniel, du hast ja jetzt in einem Tag einen Song gemacht. Mhm. Hast du das schon mal so gemacht? Nein, das war mein erstes Mal. Und wie findest du ihn? Ist tatsächlich übelst gut geworden. Ja? Also ich bin sehr, sehr happy, muss ich echt sagen. Ja? Hätte ich nicht gedacht. Guck ich eigentlich dich an oder in die Kamera? Du kannst es entscheiden, wie du willst. Ich guck mal das Mikro an und mal dich und mal die Kamera. Ja. Soll ich hier ein bisschen höher halten? Ja. Hat Kevin doch gesagt, dass man so fett aussieht. Nee, also wir haben tatsächlich noch nie so unter Zeitdruck gearbeitet, aber anscheinend funktioniert es sehr gut. Und ist gut geworden. Ihr werdet es hören. Gut. Wie lange hast du jetzt dran gesessen? Gestern effektiv? 8 Stunden oder sowas? Kommt das hin? Vielleicht weniger, vielleicht 6, so 6 effektiv, glaube ich. Ja. Man hat ja schon seine Arbeitsschritte, die man kennt. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel hilft, weil wir auch ein vorbereitetes Projekt haben. Also was Sounds angeht zumindest, man muss ja nicht viel mischen, sodass es schon mal eine Qualität hat am Anfang direkt. Den Take einfach einmal durchmachen und da, wo ihr normalerweise Lip-Sync dran macht, macht ihr einfach nichts. Einfach Grimassen. Ja, genau. Deswegen achtet mal darauf, dass ihr euch so bewegt, weil dann hast du so dieses typische... So lange sind wir, glaube ich, nicht. Nee? Ja, also, aber wir können uns ja gegenseitig alle knallen, so vielleicht. Ja, das ist ein bisschen. Okay, sehr gut. Okay. Lass mal einen Schritt nach vorne. Ja. Danach müssen wir mal Akkuwechsel machen, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Ich lasse mir jetzt Ultrasound in den Kopf. Ist der Text sicher oder brauchst du noch machen? Mach ich mal auch mal an, vielleicht. Ja. Also ich habe jetzt bin noch ein paar Mal durchgegangen. Ich denke, ich brauche auch ein, zwei Mal, um reinzukommen. Ja. Aber das wird schon. Wie sehe ich denn aus? Sehe ich cool aus? Gut schon, ja. Also ehrliche Meinung gerne. Ja, jetzt ein oder zwei Takes. 10 Minuten. Dann bauen wir um und danach wärst du dann allein dran. Damit die Leute sehen, dass ich kein faules Stück Influencer-Scheiße bin, ja? Dass ich dann hier auch mal mithelfe. Kevin, willst du weitermachen? Oder? Ich habe jetzt hier die anderen auch mal gefragt, hier Kevin und Daniel, ja, ne, wie die so mit an einem Tag einen Song drehen, an einem Tag direkt nächster Tag Video. Ja. Ist ja auch nicht gewöhnlich, ne? Nö, absolut nicht. Aber, das war so eine Challenge, die haben wir ja accepted, sag ich mal. Ja, ja. Da hatten wir auch Bock drauf. Und das Schöne ist tatsächlich, was wir alle gemerkt haben, der Kalle und der Werther Gerrit, ne, der hat gerade die Kamera bedient. Mach mal so einen Nicker. So. Mit dem, genau. Bisschen Fourth Wall Breaking. Mit dem geilsten Bizeps der Weltgeschichte. Ja, ja, der pumpt jeden Morgen. Ach, das ist ja da in seiner Hütte. Da soll mal einer sagen, Veganer kann keine Keule sein. Ne? So. Ne? Ja, heißt ja mal Proteine, woher? Ne? Aber. So. Worauf ich hinaus wollte, ist, die beiden Wertnerren haben einfach krass viel Schwung in die Bude gebracht. Ja. So, und das war einfach irgendwie, war das ein anderer Ansporn, das war ein anderer Vibe. Ja. Und frischer Wind. Ja, das hat einfach, also du hast es ja gesehen, die Lyrics, die sind so, bam, waren die da, so quasi, so unsichtbare Tinte mäßig so, die waren einfach da. Ja, und dasselbe mit dem Song, also das war wirklich, was soll ich sagen, ja. Alter? Ja, und jetzt halt auch Videodreh heute gefühlt, also wir haben jetzt ja hier mal ein bisschen was mitgenommen, auch für die Kamera. Gefühlt, es passt wie Faust auf Auge. Ist ja natürlich jetzt so, man nimmt, was man hat. Ich wollte gerade sagen, also es ist wirklich natürlich viel, ich sag mal, minimalistischer, als man normalerweise so ein Video aufzieht, aber
Also ich bin gespannt. Also ich würde so sagen, Alter, ja. Das wird ein Brett, wird das. Ja, tatsächlich. Hab, also auch gesanglich. Ja, da habt ihr mir ja tatsächlich dann direkt Feedback gegeben, ne? Und das war, ich habe jetzt gedacht, ihr macht mich echt zur Sau. Nee, gar nicht. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, da kriegt man direkt aufs Ohr, dann, ne, die sitzen da bei den Reglern mit Daniel, ne? Und dann genau. Gibt es so ein Knöppet, da wird drauf gedrückt, habt ihr vielleicht schon gesehen im Video auch. Und dann wird Feedback gegeben. Und ja. Ihr habt direkt eigentlich schon so, erstmal höre ich nur Gelächter so und so abgefeiert. Fand ich gut. Also hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Auch dass die eine Stelle, wo ich dann so ein bisschen auf Rammstein Tenor machen wollte, ja, und dann genau. Hast du mich nochmal runtergeholt und hast gesagt, komm, sing mal so ein bisschen mit Gefühl. Atme das mal so ein bisschen aus. Ja, aber so. Es war ja konstruktiv. Es war ja nicht irgendwie, dass man gesagt hat, boah, ja. Klingt total scheiße oder so. Ne? Also ja. Tatsache ist, der hat das verdammt gut gemacht, der junge Mann. Und ohne Scheiße, ich sag euch das, es wird ein Hit. Ich meine das echt ernst. Oder? Wir haben gestern, glaube ich, echt einen kleinen Hit gespielt. Ja, wir haben schon ich glaube schon, dass ich es fast witzig finde, wenn er einfach so ganz langsam gedreht so ins Bild kommt. Ja. Das ist schon sehr witzig. Ja, ich muss mehr Bewegung hier so, als wenn ich hier so, genau. Das war schon cool, ja. Du wolltest eigentlich komplett nach oben kallen. Genau, ne? guck mal geradeaus, als würde ich ganz normal nach vorne gucken, Fernseher gucken. Ja. Ich kann aber so nicht sitzen, warte mal kurz, das muss ich jetzt so nicht. Ich muss so sitzen. Und dann den hoch. Alle hoch jetzt? Ja, das passt. Okay. Aber ihr müsst es so ruckartig machen. Ja. Ja. Tim, hast du Verbindung? Okay, dann legen wir los. Kamera läuft. Ich will jetzt mit dem Nico heute baden gehen. Aber das Ding hier geht nicht. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier die Wanne so voll laufen lassen. Aber der Letzte, der hier reingepupst hat, hat nicht sauber gemacht. Deswegen wollten wir nochmal eben einmal durchspülen. Aber gleich kommt hier schön warm Wasser mit Schäumchen, ne? So. So gehen die, ne? Die Moves. Schön. Genau, ihr stellt euch quasi versetzt hinter den Jungs auf jeweils. Mhm. Sodass, versetzt also quasi Linie oder irgendwie links euch leichter nehmen? Ich würde sagen, immer links von dem, der vor euch steht. Also Daniel links von Kevin, Pascal links von mir und du da. Ja. Genau, ich zeige euch jetzt nochmal allen, die Tanzschritte. Einmal aufpassen, ja, sorry, die Tanzschüler, sonst rast ich hier Leute. Ihr stellt euch vor, als würdet ihr auf der Stelle laufen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Macht ihr alles schön mit, ne? Dann macht ihr mal hier den hier, so die Arme sind frei, die Gedanken sind frei, Leute. So, und dann nehmt ihr beide und wenn das linke Bein oben ist, dann schiebt ihr den rein, ja? Also links, 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 links. Und das gleiche gleich mal rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Auf eins geht's los. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ihr einmal ohne mich. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Richtig, sehr gut. Ja, das ist schon fast. Und zwar haben wir dann links, rechts, oben, oben, links, rechts, oben, oben. Und dann hängt, also schwingt ihr euch rein. Das ist dann quasi Welle, 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 Welle. Auch im Takt so. Genau. Aber das geht eigentlich dann. können wir eine Geschwindigkeit aufnehmen? Also es ist wirklich so und dann kommt dumm, 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 dumm. Genau. Also dann haut ihr noch dumm, dumm, dumm. 5, 6, 5, 6, 7 und... Ah, das hat den Mund! Wir haben Schwanz gepackt. Ah,
Der hat mich schon verkrampft, einfach auf meine Stirn gekrampft hat, so Alter. Richtig geil. Oh, okay, okay, das kriegen wir hin. Okay, okay, jetzt schaffe ich's. Ich schaff's. Ich hab bei dem, das war jetzt erstmal totale, ne? Also ja. Wir haben alles im Bild gehabt, so Links-Rechts-Bewegung. Ja. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen. Okay, aber war das machen? War cool? War sehr gut. Ja? Ja, war gut. Okay.